Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Jo, die Patch Notes sind raus für morgen Donnerstag. Und ja, einige coole Sachen, einige zu erwartende Sachen. Und ja, wir gehen mal drauf ein. Und zwar, die coolste Sache kommt gleich direkt am Anfang. Auf einigen Servern wird ein neues Wishlist, also Wunschlist-Rekrutierung, eröffnet. Göttlicher Segen heißt das. Und während des Events haben wir die Chance, Barok, Jaina und Daniel zu bekommen. Sowie die Elitehelden Bor, Oma und Kalaza. Jaina natürlich absolut insane. Und das Beste an der ganzen Sache ist natürlich wie immer wieder, dass man alle 60 Rekrutierungen einen SSS-Helden der Wunschliste bekommt. Das heißt, man hat immer ein Pity. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja. Ansonsten kommt noch ein neues Riesenturm, also Giant Tower kommt wieder, diesmal mit Barok. War ein bisschen zu erwarten. Ich wollte eigentlich ein Prediction-Video machen, habe aber vergessen. Ich wollte predicten, dass Barok auf jeden Fall in den Giant Tower kommen wird. Ist jetzt passiert, ist so. Barok, immer auch ein cooler Held auf jeden Fall. Kann man mitnehmen. So, dann wird wieder Quantum-Mimik-Maschine gestartet, Leute. Die auch Hauptbelohnung dieses Ereignisses sind Risers und Betrachter. Mit Tract Holder, Leute, der Prototyp, ich zeige euch mal, das ist der Prototyp hier, wo ist er, der hier, da werde ich nicht, also, ich werde auf jeden Fall nicht pullen, Leute, ich werde mir die Maschinen wieder sparen, Ride Service, Copies begeistern mich nicht und der Tract Holder begeistert mich auf jeden Fall auch nicht. Ja, ihr könnt euch da natürlich selber überlegen, ob ihr da pullen wollt oder nicht, aber meine Empfehlung ist es einfach aus meiner Erfahrung heraus, das ist eher so ein Quantum-Mimic-Event, wo ihr besser einfach die Sachen nicht benutzt und dann eine höhere Chance bei einem Quantum-Mimic-Event habt, wo wirklich Sachen drin sind, die ihr haben braucht, möchtet und so weiter und so fort. Naja, wir gehen weiter, dann kommt wieder dieses Helden-Rallye-Ereignis, kennen wir ja, wo man je mehr man an Limited und Advanced Tickets beschwört, um dass man Belohnung bekommt. Da kommt neues Elite-Kampagne, immer seit langem wieder, Elite-Chapter. Dort ist die Belohnung auf Bota-Kopie und die Prototypen Flashpoint. Auch hier ganz klare Empfehlung von mir, gebt eure Meteoriten für Rotrunen aus. Bota ist schlecht, die braucht ihr nicht unbedingt und ja. Daher die Empfehlung, auf jeden Fall rote Runen dort mitzunehmen. So. Anpassung und Optimierung der Spielinhalte. Der Entlassungsladen wurde modifiziert, Leute. Ja. Hier ist ein großer Joke auf jeden Fall drin. Entlassungsbelohnung, also man kann SP-Helden, wenn man jetzt zu viele hat, also wenn man den schon komplett entwickelt hat und zufällig noch einen SP-Helden bekommt, kann man den halt in Entlassungsmünzen umwandeln. Ja, moin. Genau. Als ob das jemals bei irgendwie passieren sollte. Einige neue austauschbare Gegenstände wurden hinzugefügt. Halt, wenn ihr halt einen SP-Held entlasst, kriegt ihr halt 500 Entlassungsmünzen. man kann jetzt astrale Rekrutierungskarten bekommen, 10 Stück. Kostet nur 1000 von den SSS-Münzen. Tauschlimit einmal pro Woche wohl. Und dann massive Menge an Gold, Anzahl 1. Preis 200 astrale Entlassungsmünzen, Umtauschlimit 5. Das sind die normalen Entlassungsmünzen. Wer also Goldprobleme hat, kann damit ein bisschen entgegenwirken. So, dann mit Ausnahme von Gemutationskristall 2 Scherben werden die Tauschlimits der anderen tauschbaren Gegenstände verdoppelt. Also die Advanced Tickets werden verdoppelt wohl, die Limited Tickets werden verdoppelt. Ja, und. Dann die Funktion zum manuellen Aktualisieren von Gegenständen im Entlassungsladen wurde entfernt. Die Funktionsvererbung Vererben wurde optimiert. Eine Schaltfläche zum Sortieren hinzugefügt. Eine Option hinzugefügt, um doppelte Helden auf der Heldenauswahloberfläche auszublenden. Nachdem man auf die Slots getippt hat. Sorry. So, die Reihenfolge der SSS-Helden in den Wahrscheinlichkeitsdetails der Astralspiegels wurden optimiert. Die Reihenfolge der SSS-Helden des Astralspiegels. Das ist doch hier, oder?
Reihenfolge, was meinen die dann damit? Die Reihenfolge. Irgendeine Reihenfolge hier. Also ist hier wahrscheinlich auch irgendwie die Chance, dass, was weiß ich, Sina höher ist als Leo oder sonst irgendwas. Obwohl hier eigentlich steht alles 2,6%. Ja, keine Ahnung, was die genau damit meinen. Gucken wir weiter. So, dann Fehlerbehebung. Das Problem, dass die Trophäen im Höllen-Arena-Shop wiederholt gekauft werden konnten, wurde behoben. Die falschen Beschreibungen der Erwerbsmethoden und Effekte einiger Trophäen wurde behoben. Ja, das ist das, was ich schon auch öfters in meinen Videos erzählt habe. Die ganzen Trophäen, da steht immer, geben Attack und HP. Die geben einfach alle nur HP. Die geben gar keinen Attack. Und das ist wahrscheinlich dann, ja, hier auch der Fall jetzt bei dem Ding. Dann das Problem wurde behoben, dass der Eingang nicht versteckt war, nachdem alle Missionen der Rekrutenprüfung abgeschlossen wurden. Das Problem, dass die gespeicherten Ausrüstungssätze der Helden beim Einstellen der Verteidigungsaufstellung in der Höllenarena nicht gewechselt werden konnten, wurde behoben. Ja, das Problem hatte ein Viewer von mir. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen mehr, aber hat mir gestern geschrieben, dass er, dass seine Heldenausrüstung sich nicht geändert hat bei der Höllenarena. Das ist jetzt anscheinend gefixt. Hoffe ich mal auf jeden Fall für dich, falls du das Video schaust. So, dann das Problem des abnormalen Abzugs der Höllenherausforderungstickets, das durch wiederholte Anfragen in der Höllenarena verursacht wurde, wurde behoben. Es wurde das Problem behoben, dass der Spielstand in der Höllenarena in einer schwachen Netzwerkumgebung nicht sofort nach der Herausforderung generiert wurde. Okay. Einige mehrsprachige Fehler auf den Hauptschnittstellen der Höllenarena wurden behoben. Das Problem, dass die Szene in der Höllenarena beim Sprung vom Astralspiegel abnormal war, wurde behoben. Das Problem, dass die Ergebnisse des Kampfberichts in der Gipfelarena gelegentlich abnormal angezeigt wurde, wurden behoben. Dies hatte keine Auswirkung auf die aktuelle Rangliste des Events. Aha, aha, aha. Ja, Leute, das sind die Patch Notes. Das Beste daran ist auf jeden Fall das Wishlist Banner. Ja. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins, ja, der weiteren Eternal Evolution Videos. Und denkt dran, spart eure Quantum Mimic Machines. Glaubt mir, Leute, es wird mal wieder was Besseres da drin kommen als jetzt. Peace, haut rein.